Hey, hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe euch versprochen, dass wir noch ein Video zur Tropfenfotografie machen mit dem Pluto-Trigger und das möchte ich heute ganz gerne nachholen. Worum soll es in dem Video gehen? Zum einen gucken wir uns mal an, welches Equipment benötigen wir dafür. Dann schauen wir uns mal an, wie so ein Aufbau funktioniert und wie die App arbeitet, damit wir diese coolen Skulpturen darstellen können. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Okay, fangen wir doch vielleicht mal ganz kurz mit dem Material an. Welches Material bzw. welches Equipment benötigen wir für die Tropfenfotografie? Als allererstes benötigen wir eine Kamera. Hier ist der Hersteller völlig egal. Wichtig nur, dass wir einen Blitz anschließen können, da wir das Wasser einfrieren wollen und dass wir unseren Pluto-Trigger anschließen können, da dieser ja die Verbindung zwischen unserem Ventil und der Kamera darstellt und das Ganze miteinander synchronisiert, dass die Kamera im richtigen Moment auslöst. Als Objektiv habe ich jetzt hier das 24 bis 70 mm genommen, also eine Standardbrennweite, und habe noch zwei Makro-Zwischenringe zwischengeschraubt, damit ich noch näher an das Objekt herankomme bzw. an den Wassertropfen, um den schön groß im Bild darstellen zu können. Wer Interesse an den Mikro-Makro-Zwischenringen hat, verlinke ich euch mal oben in der Infocard das Review dazu. Natürlich könnt ihr aber auch ein Makro-Objektiv nehmen oder das Objektiv, was die nächste Naheinstellgrenze hat, um möglichst nah, wie gesagt, heranzukommen und es schön groß darzustellen. Als nächstes benötigen wir einen Blitz. Dieses kann mit Synchronkabel angeschlossen werden oder halt auch mit einem Blitzauslöser. Da seht ihr wieder völlig flexibel. Dann brauchen wir eine Wasserschale. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen weißen Karton drunter gelegt unter die Wasserschale, damit das Licht schön von unten reflektiert. Und ich habe mir hinten noch Seidenpapier aufgehängt, um da den Blitz hinterzustellen und eine schön harmonische Ausleuchtung zu haben und auch ein schönes Hintergrundbild. Und das war es im Endeffekt auch schon. Viel mehr brauchen wir für die Tropfenfotografie gar nicht. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal den Aufbau und die Kameraeinstellungen an. Okay, schauen wir uns doch einfach mal ganz kurz den Aufbau an. Als allererstes haben wir hier unsere Kamera. Da drauf habe ich meinen Fernauslöser für den Blitz. Zum Blitz kommen wir gleich noch und zu den Einstellungen. Darunter habe ich meine Kamera. Angeschlossen, wie gesagt, das 24-70 mit den zwei Makro-Zwischenringen und habe das Objektiv möglichst nah hier an das Wasser rangebracht, um den Tropfen dann möglichst groß darstellen zu können. Außerdem, wo wir hier vorne gleich sind, haben wir hier unseren Wasserbehälter und ich habe hier unten noch drunter gelegt eine weiße Pappe, einfach damit das Licht ein bisschen besser reflektiert. Schwupps. Daneben haben wir einmal unseren Pluto-Trigger. Dieser ist verbunden mit unserer Kamera als Auslöser und ein zweites Kabel geht einmal hier hoch zu unserem Ventil. Dieses Ventil ermöglicht es uns, ganz dosiert die Tropfen auf die Wasseroberfläche fallen zu lassen und auch mehrere Tropfen aufeinandertreffen zu lassen, was uns dann diese wunderschönen Skulpturen bringt. Aufgehängt habe ich das hier einfach an so einer Halterung. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Wer daran Interesse hat, schaut einfach mal unten rein. Auf der Rückseite habe ich noch meinen Blitz. Hier habe ich noch einen weiteren Diffusor vorgeschraubt, der mir jetzt einfach nur den Hintergrund beleuchtet und damit das Licht schön gleichmäßig auf meinem Tropfen und im Bild verteilt. So kommen wir doch als allererstes zu den Kameraeinstellungen. Wie immer im Studio wollen wir als allererstes, wenn wir mit dem Blitz arbeiten, das komplette Umgebungslicht eliminieren. Das heißt, wir gehen als allererstes in unseren manuellen Modus herein. Ich stelle mir jetzt hier als allererstes mal die maximale Verschlusszeit für die Blitzfotografie für meine Kamera ein. Das ist 1/160. So. Danach stelle ich mir den ISO auf den kleinsten möglichen Wert ein. Das ist in meinem Falle ISO 100 und eine Blende von mindestens 8 und mache ein Testbild. Und ihr seht, das komplette Bild ist schwarz. Und genau das ist das, was ich erreichen möchte. Wir wollen nur das Licht von unserem Blitz haben und da wirklich mit der Abbrennzeit des Blitzes arbeiten, um uns das Wasser einzufrieren. Als nächstes können wir unseren Blitz einschalten. Und mache jetzt hier auch erstmal ein Testbild. Ich habe den Blitz hinten auf die kleinstmögliche Leistung gestellt und wir schauen einfach mal, wie das Bild ausschaut. Okay, ist glaube ich sogar noch ein bisschen dunkel. Wir können auch auf 1/64 gehen.
Hier sei gesagt, nicht zu hoch. Also 1/32 würde ich als maximale Zahl empfehlen, da danach die Abbrennzeit massiv zurückgeht, je nach Blitz, und ihr es nicht mehr schafft, das Wasser sauber einzufrieren. Jetzt haben wir auf 1/64 das Ganze gestellt. Ich mache nochmal ein Testbild. Ja, gefällt mir schon ein bisschen besser. Was ihr hier unten seht, ist noch der Rand vom Glas im Bild. Das kriegen wir nachher beim Photoshop super gelöst, da wir das Bild eh noch ein bisschen zurechtschneiden werden. Auch der schwarze Rand hier hinten lässt sich leider nicht vermeiden, da wir einen leichten Rand von unserem Wasserbehälter einfach haben. Okay, wir haben jetzt unsere Kamera erstmal ganz grob eingestellt und unseren Blitz. Als nächstes müssen wir die Kamera vom Autofokus in den manuellen Fokus versetzen. Dafür müssen wir aber als allererstes mal schauen, wo unser Tropfen überhaupt aufkommt und wo wir fokussieren müssen, damit wir dann nachher auch den Tropfen schön sauber im Bild haben. Unser Ventil bietet mir die Möglichkeit, über diesen Taster einen Tropfen auszulösen und mir so meine Kameraeinstellungen beim Fokussieren vornehmen zu können. Wie das geht, zeige ich euch. Was ich immer ganz gerne mache, ist mir einfach einen Stift zu nehmen, einmal den Knopf zu drücken, den ich euch eben gezeigt habe. Jetzt halte ich die Spitze des Kugelschreibers genau auf die Position, wo der Wassertropfen auftrifft, und kann anschließend mit meiner Kamera fokussieren. Und schalte dann einfach nur noch auf manuellen Fokus. So, wir haben also unsere Kameraeinstellungen vorgenommen. Wir haben auf den Wassertropfen fokussiert. Als nächstes wird es Zeit, uns mit der App zu beschäftigen und die ersten Wassertropfen auf die Oberfläche treffen zu lassen. Dafür aktivieren wir als allererstes die App, gehen jetzt in die Tropfenfotografie. Unser Pluto Trigger hat sich automatisch mit unserer App verbunden. Wer Fragen hat, wie man die beiden miteinander koppelt, darüber kann ich dann gerne ein separates Video zu machen. Das würde jetzt aber den Umfang hier sprengen. Okay, fangen wir also mal mit der App an. Ich würde sagen, ihr stellt erstmal alles auf Null und wir arbeiten uns jetzt so langsam in die Werte herein. Als erstes werden wir gefragt nach der Zeit, wann der Blitz auslösen soll. Hier geben wir erstmal noch gar nichts ein, sondern wir springen als allererstes mal zum zweiten Position. Und zwar ist es die Drop Sights. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir werden gefragt, wie lange das Ventil nach dem Start öffnen soll, also wie groß der Tropfen werden soll und danach wieder geschlossen werden soll. Umso länger ich das Ventil für den Tropfen öffne, umso größer wird natürlich auch der Wassertropfen, der rauskommt. Ich habe natürlich mit dem Ventil im Vorfeld schon mal ein bisschen rumgespielt und kann euch hier nur empfehlen, mit so einem Anfangswert von 10 Millisekunden zu starten. Die gebe ich hier einfach mal ein, 10 Millisekunden. Und als nächstes kümmere ich mich jetzt um die Blitzauslösung. Dafür gehe ich einmal auf die Blitzauslösung oben drauf. So, hier müsst ihr jetzt einstellen, wann der Blitz, nachdem das Ventil das erste Mal geöffnet hat, auslösen soll. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie lange braucht der Tropfen vom Ventil bis auf die Wasseroberfläche, um runter zu gehen und wieder hoch zu spritzen und uns eine schöne Wassersäule zu bringen. Dazu sei noch gesagt, der Mindestabstand zwischen eurem Ventil und der Wasseroberfläche sollte mindestens 40 cm betragen. Zum einen, damit ihr die Möglichkeit habt, die Einstellungen sauber vorzunehmen, also dass ihr genug Zeit für den Tropfen in der Luft habt, und dass der Tropfen auch tief genug ins Wasser eindringen kann und die Wassersäule nach oben schießen kann. Als Startwert hier oben würde ich euch erstmal einen Wert von 80 empfehlen. Jetzt könnt ihr natürlich die 80 eingeben, einmal starten, euch das Bild anschauen, schauen, wie es aussieht, und dann die Werte manuell eingeben. Oder ihr tippt einfach das Zahnrad daneben an, habt jetzt diesen Basiswert, den ihr oben eingegeben habt, und werdet nach den Steps gefragt und nach dem Intervall. Das bedeutet, ihr könnt jetzt alle 5 Sekunden 10 Millisekunden oben drauf geben. Das heißt, er fängt bei 80 Millisekunden Verzögerung an. Das zweite Bild macht er nach 90 Millisekunden und so weiter. Und ihr seht auf der Kamera immer gleich, wie sich das Bild verändert, und braucht nicht jedes Mal manuell auf Start zu drücken. Ich zeige euch das Ganze einmal. Ich starte jetzt also mal den Intervall. Ich habe jetzt hier die 80 als Basiswert. Ich möchte immer 10 Millisekunden oben drauf schlagen auf meine Basiszeit. Und nach 5 Sekunden ist das Wasser schön glatt. Dann soll er das nächste Bild starten. Jetzt haben wir die 80. Jetzt laufen die 5 Sekunden ab und das nächste Bild kommt. Ich sehe immer noch keine Wassersäule, also lasse ich es weiterlaufen. Jetzt fange ich an, die erste Wassersäule zu sehen. Okay, und jetzt verschwindet sie auch schon wieder, also mache ich auf Stopp, habe mir die 100 gemerkt und kann jetzt nochmal etwas feiner dosieren, um zu schauen, ob ich noch ein etwas besseres Ergebnis hinbekomme. Jetzt sage ich mal 105 manuell
mache nochmal Start. Und bei 105 habe ich die perfekte Wassersäule, wie ich finde. Gut, haben wir unseren ersten Wert. Das heißt, unsere Wassertropfengröße ist 10 und unser Blitz löst nach 105 Millisekunden aus. Jetzt wollen wir natürlich einen zweiten Tropfen haben, der von oben runterkommt und auf unseren ersten Tropfen aufprallt, damit wir diese schönen Skulpturen bekommen. Wie gehen wir da vor? Auch hier werden wir als allererstes gefragt, wie lang die Verzögerung sein soll, bis der zweite Tropfen auf den ersten trifft. Das lassen wir erstmal wieder unangerührt, sondern gehen direkt zum Tropfen Nummer 2 und sagen auch hier wieder, wie groß soll der Tropfen sein. Und hier fange ich jetzt mal an mit einer Größe von 5 Millisekunden, wo das Ventil öffnen soll. Gehe jetzt wieder eine Einstellung darüber und klar, die Einstellung muss jetzt natürlich unter der 105 sein, weil ansonsten würde der Blitz ja auslösen und der zweite Tropfen würde erst danach kommen. Also fangen wir mal mit einem Wert an, wieder von 80 ungefähr. Huch, 88 wollte ich nicht. Von 80. Drücke wieder auf das Zahnrad, mache aber diesmal deutlich kleinere Schritte von 5 und wieder 5 Sekunden und drücke wieder einmal auf Start. Okay, das war noch nichts. Das war auch nichts. Ja, schon ein bisschen besser. Okay, stopp. 80 war vielleicht schon zu viel. Deswegen gehen wir nochmal weiter runter auf 65 und starten das Ganze nochmal. Oh, da sehen wir die erste Skulptur. Mal schauen, ob wir bei 70 besser liegen. Jawohl, perfekt. Da haben wir schon. 70 Millisekunden bei einer Tropfengröße von 5 sehen wir die ersten Skulpturen auf unserem Display. Die App wieder geschlossen und ab jetzt kann es eigentlich losgehen mit dem Spielen. Ich drücke einmal auf Start, er haut mir den Tropfen raus und ich sehe meine erste Skulptur. Finde ich noch nicht so schön, der gibt mir noch nicht diesen schönen großen Kranz. Was kann ich also machen? Ich kann also wieder in die Tropfengröße reingehen und mal sagen, mach mir mal eine Tropfengröße von 7. Drücke wieder auf Start und wir sehen schon, der Schirm oben wird deutlich größer. Machen wir nochmal 10. Drücken wieder auf Start und jetzt haben wir so einen richtig schönen großen Schirm oben auf unserem Tropfen. Ihr seht also, es ist überhaupt nicht so kompliziert, wie es aussieht. Jetzt haben wir natürlich noch ein relativ langweiliges Setup. Was ich euch jetzt noch mal ganz gerne zeigen würde, ist, indem wir einfach noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Das heißt, ich baue mal kurz hinten einen blauen Gel vor und dann sehen wir, wie sich der Tropfen auch noch einfärben lässt, indem wir einfach so ein blaues Gel hinten vor unseren Aufsteckblitz packen. Okay, ich habe jetzt im Endeffekt nichts geändert, außer habe dieses blaue Gel davor gemacht und jetzt lösen wir nochmal aus. Und wir sehen, er kriegt so eine richtig krasse blaue Färbung in das Bild. Jetzt machen wir die Blitzleistung nochmal ein bisschen höher, das ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel noch gewesen, beziehungsweise gehen mit dem ISO ein bisschen höher, weil ich schon bei einem 64stel bin. ISO von 200, starten das nochmal. Immer noch ein bisschen dunkel, 400, ja, das gefällt mir schon richtig gut. Der Tropfen ist noch nicht so schön. Ja, machen wir mal 5 wieder runter. Ja, das sieht doch cool aus. Als nächstes möchte ich euch noch mal ganz gerne zeigen, wie man noch einen zweiten Blitz hinzunehmen kann. Ich habe jetzt hier mal für euch vorbereitet noch einen zweiten Blitz, wo ich vorne einfach nur einen Trichter vorgemacht habe, um den Lichtstrahl möglichst zu bündeln. Hier vorne habe ich jetzt noch ein gelbes Gel vorgemacht, um einfach noch ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Wir schalten den zweiten Blitz mal an. Auch hier wieder kleine Leistung, 128stel, fangen wir erstmal an. Richten den Blitz jetzt einmal aus, gucken, dass er hier oben in unserem Auslöser natürlich auch drin ist und starten eine zweite Aufnahme. Ja, das war nichts. Und jetzt schaut euch mal an, wie cool dieses gelbe Licht jetzt in dem Wassertropfen integriert wird. Ihr habt so richtig kleine gelbe Blitze drin. Ist also auch eine Möglichkeit, um hier einfach noch einen weiteren farblichen Kontrast hinzuzufügen. Okay, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ihr seht also schon, die Tropfenfotografie ist gar nicht so kompliziert. Man muss halt einfach sich so langsam wieder an die Bilder herantasten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, freue ich mich immer besonders drüber. Wenn ihr Fragen habt rund um die Tropfenfotografie, noch um den Pluto-Trigger, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!